Jetzt kommt so Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir rennen direkt mal runter, machen weiter. Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Kriegen wahrscheinlich jetzt von einem Berserker aufs Phrasenbrett. Aber das ist jetzt uns egal, wir haben hier gespeichert. Legendärer Raider ist auch noch dabei. Ich sag's doch, kriegen wir voll auf die Fresse. Können aber, da hätte ich eine kleine Idee. Und zwar, wir haben noch eine Kronkorkenmine, ne? Ja, jawohl. Ah! Yes! Ja. Boah, wir sind da richtig gefangen, ne? Das wird, boah. Alles irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Die Runde ist irgendwie ein bisschen buggy, ne? So. Mann, ey. So machen wir das in der Bruderschaft. Hey. Ha! Mega! Direkt noch gespeichert hier drin. Kleidung. Ja, Waffen. Es ist halt okay, ne? Dann würde ich das hier wegwerfen, ne? Patienten in dieser Einrichtung. Und immer noch nicht. Das kann weg, das. Ich hoffe, wenn man da irgendwo hier ist, so ein Heftchen wieder drin. Eindringlinge! Alles im grünen Bereich. Sehr gut. Wir können nicht mehr so viel mitnehmen, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen warten. Oder beziehungsweise halt warten, aber deswegen müssen wir ein bisschen low machen.
Ach Gott, komm. Jetzt. Ja. So. Ich glaube, da kommen wir bestimmt wieder nicht rein, ne? So. Dann gehen wir mal ins hinterste Bett, speichern nochmal. Genau deswegen haben wir gespeichert. Der Nahkampfschaden ist echt, also da sind wir echt anfällig drauf, ne? Waffen, ne? Molotow. Superhammer. Der hat nicht nur einen Hammer, der hat einen Superhammer. So, Ast rein. Dann nochmal direkt speichern. Oh. Einfach das nächste Mal. Ich glaube, weil unter uns wieder welche sind, ne? Da kannst du schlecht speichern. So. Auf ins nächste Abteil. Hilfsmittel, wir brauchen Stimpak. Ein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Irgendwie machen wir gefühlt echt wenig Schaden, ne? Ich warte jetzt mal ganz kurz. Irgendwie hier runter. Ah, schön. Mal machen wir mal 7 Stunden schlafen. Sollte auch. So. Extra Raum, komm, lass mich da raus. Mal hier. In den Safe. Na, der war doch schon durch.
Yes. Cool. So, jetzt müssen wir da runter. Nach unten. Oh. Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Wir töten die ganze Zeit jeden, den wir sehen. Also. Ich tippe ja immer noch, Lorenzo ist so ein Supermutant. Oh. Schön. Ich sag, Lorenzo ist so ein Supermutant. Ausrüstung wurde zweifellos für verwerfliche Zwecke eingesetzt. Ach, die wollten wir ja noch wegwerfen. Aha, die wollte ich aber eigentlich gucken, ne, dass wir die verbessert kriegen. Die ist besser, aber dann... Die ist ein bisschen besser, ne? Aber gut, ich weiß gar nicht, robust. Hm. Komm, die werfen wir weg. Da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen hatte. Wir sollten dieses Gebiet gründen nach technischen Dokumenten und Vorkriegsartefakten absuchen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Oh. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Du musst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Scheiße! Sie brechen durch die Sicherheitstüren! Beeilung! Die Männer oben scheinen nicht sehr nützlich gewesen zu sein. Ich öffne den Haupteingang. Richtig. Du musst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Man scheint überschreitet selbst die einfachste Aufgabe, eure Fähigkeiten. So. Komm. So, wir brauchen ein Stimpack. Okay, dann behalt deine Scheiße! Für die Bruderschaft! Dauert nicht mehr lang, dann kann ihn nichts mehr aufhalten. Töte sie schnell! Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Naja, das machen wir nicht. Was mich erzählt hat, sind eigennützige Lügen. Das ist doch offensichtlich. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn es nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm. Denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater.
Mal speichern. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Nee, hatten wir auch nicht. Perfekt. Oh. So. Auf zu Lorenzo, ne? Lorenzo war es hier. Ah. Was macht er denn jetzt da drin? Sagenhaft hier. Nee, ich wollte jetzt nicht gegen den kämpfen, weil... Es war die einzige Lösung. Hoffentlich hast du recht. Diesmal war ich wirklich ganz kurz davor, ein Heilmittel zu finden. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Das mit Lorenzo tut mir leid. Danke, das weiß ich zu schätzen. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Oh, sehr schön. Super, vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Geht das wieder eine Mission los? Ah, okay. Gut, dann speichern wir hier direkt. Und jetzt gehen wir direkt raus und laufen noch zu dieser, zu diesem Händlermarkt, ne? Den es da gibt. Ah, sehr schön, wir haben ja ein Level Up. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Gut, das ist ja... Das können wir auch noch nicht machen, da brauchen wir jetzt Level 46 erst. Das nicht. Hier, du nimmst noch weniger Strahlung von Essen und Trinken auf. Rang 1 Motzen. Das wäre natürlich auch noch, aber gut, brauchen wir das. Wir haben so viele Haarklammern erstmal nicht, ne? Das können wir, brauchen wir auch nicht, das können wir eh nicht machen. Plus 10 Strahlungsresistenz ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. War denn das eigentlich mit dem Kannibalismus? Das war doch hier auch irgendwo, ne? Ach, da Kannibale. Ausdauer 8, okay. Was haben wir denn gerade? Ausdauer 7, ne, 6, glaube ich. 6 hier, ne? Charisma. Komm, dann machen wir das nochmal. Können wir jetzt noch besser überreden? Ich meine, was wollen wir sonst machen, ne? Stärke haben wir alles voll. Dann tun wir unsere Überredenskunst mal stärken. Und sauberes Wasser können wir noch ein paar nehmen. Dann noch was essen. Nur noch so komisches Essen, ne? Dann essen wir das halt erstmal kurz. Der ist ja weg, okay. Das wurde total zerstört.
Das waren noch wir, oder? Waren wir das nicht? Also, hallo? Genau, dann würde ich jetzt vor an den Händler, zum Händler gehen. Erstmal kurz speichern, dann vor nochmal an diese Händlerabteilung. Und dann haben wir nämlich perfekt. Dann kann man nämlich für die nächste Folge. Oieiei. Endstation! Dann haben wir nämlich einen perfekten Einstieg in die nächste Folge. Dann können wir nämlich. Dann handeln wir jetzt noch, machen in der Folge alles fertig. Sodass wir eigentlich direkt in die nächste Folge dann mit der Bruderschaft starten können, weil dann können wir mal da hinten alles klar machen. Ach, sehr angenehm. Dann können wir nämlich ein paar Sachen für die Bruderschaft machen. Dann hätten wir das auch. Aber jetzt erstmal kurz schnell speichern. Beziehungsweise speichern und dann. Laufen wir wieder runter. So, jetzt können wir hier noch kochen. Ja, egal. Dann koche ich mir in der City was. Ganz schön weiter Weg, ne? Ganz schön weiter Weg bis dahinter. Einmal hier vorbei und da, ja. Aber dann, wie gesagt, dann haben wir es gediegen in der nächsten Folge. Da können wir ganz gemütlich langlaufen und können das alles. Wir können direkt die Bruderschaft starten, müssen da nicht noch viel rummachen. Ja, haben da jetzt noch mal ein paar Orte mehr, ne? Jawohl, jetzt waren wir hier oben alles schon. Sehr schön. Hier haben wir alles schon, also wir waren eigentlich schon fast überall, ne? Hier waren wir jetzt auch. Da können wir auch noch ein bisschen mehr dann irgendwann aufdecken. Ist ja auch erstmal. Ich will jetzt auf jeden Fall nach Bunker Hill. Da gehen wir jetzt auch schnell noch hin. Wie gesagt, da gucke ich jetzt mal auf meine Uhr. Wie lange wir brauchen, um jetzt von hier bis Bunker Hill zu laufen. Wie lange man für so eine Strecke ungefähr braucht. Ja, ich meine, es ist ja schon ein kleines Stückchen. Aber ist ja nichts, was man nicht so schnell. Oder was eigentlich wirklich, also dass ich nochmal so ein bisschen weiß, wie die Distanzen sind. Ah, da können wir eigentlich uns hier schnell was kochen. So, wir haben bisher eine Minute gebraucht. So, dann schnell. Nee. Gehen wir lieber zu Bunker Hill und holen uns da einen. Machen das schnell. Gut, da sehen wir es ja schon. Bis jetzt nicht ganz 2 Minuten gebraucht. Mit Kochen und allem. Also, es geht, ne? Man braucht echt. Ich glaube, man bräuchte von der einen in die andere Richtung, bräuchte man. Also von ganz oben nach ganz unten durchlaufen. Halbe Stunde. Ich glaube, und das ist schon sehr, sehr, sehr weit gegriffen. So, wir müssen hier dann wieder hin da. Und dann können wir, wie gesagt, einen schönen
Dann können wir, haben wir einen schönen Cut und dann können wir hier in der nächsten Folge direkt weiter schön machen. Ich werde ich habe mir jetzt mal überlegt, habe ich schon länger mit mir so rumgemacht. Also ich werde wahrscheinlich so ein kleines Special in der 100. Folge machen. Was heißt Special? Ich werde dann wahrscheinlich so 2-2,5 Stunden mal am Stück aufnehmen und werde es auch als eine Folge hochladen, so als kleines 100er Special. Ich glaube, die kriegen wir eh voll. Und ja, und das ist dann so, wie gesagt, so ein kleines Special. Ah, da der Doc. Kannst du es direkt heilen? Sag dem Doc, was nicht stimmt. Für ein paar Kronen. Mhm. Ja. Was? Aha. Ich glaube, ich habe das an. So. Heil uns mal kurz. Das ist auch immer ein bisschen, ja, diese. Das wäre geschafft. Stört. Ja, Gesundheit. Ich tut einfach alles. Hm. So, für 15 ist es halt, kannst halt auch nicht meckern, ne? Ein perfekter Ort für ein Biwak. So. Fertig. Hast du noch andere Probleme? Nö. Nein. Pass in Zukunft. Hey, Doc. Hast du irgendein medizinisches Anliegen, oder? Handeln. Ich könnte ein paar Vorräte. Ich habe jede. So, Waffen. Ich will das jetzt mal so hier oben immer machen. Wir verkaufen jetzt mal eins von jedem. Das brauchen wir halt auch nicht, ne? So. Dann gib mir halt das und Antibiotika. Ja, das war's ja eigentlich schon, ne? Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. So, dann einmal da. Jetzt gehen wir mal zu dir. Hey, wie geht es dir? Was kannst du heute anbieten? So. Die kann man mal die 45er geben. So, dafür kriegst du die komplett. So, hast du noch Fusionszellen? Ja. Stimpack. Ah, das ist jetzt nicht so cool, aber gut. Zur Rüstung, ne? Die haben ja richtig geile Rüstung mittlerweile, ne? Sag sowas zum Beispiel, ne? Ist halt auch krass. Hier das Brustteil, ne? Ja, 4800. Ah, das wird mal. Ja, mit Ach und Krach hinkriegen, ne? Ja, komm. Ja. Musst du übernachten? Greif zu, bevor es jemand anders tut. Ich nehme eins. Stockton. So, dann haben wir das nämlich jetzt auch fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.